So, nochmal herzlich willkommen an alle Fans draußen an den Streams und auch nochmal hallo an alle Fans in der SAP Arena. Schön, dass ihr noch da geblieben seid. Das war eine denkwürdige Saison, nicht nur für unsere Löwen. Auch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, herzlichen Glückwunsch an den THW Kiel zum 22. Mal deutscher Meister geworden, haben gerade hier die Meisterschale überreicht bekommen und da gratulieren wir natürlich recht herzlich. Ja, wir sprechen natürlich hier über die Saison, gucken auch auf die nächste Saison, ziehen ein kleines Fazit und müssen natürlich auch den ein oder anderen Spieler verabschieden. Und das müssten wir jetzt aber erstmal so machen, dass die Spieler hoch zu uns kommen. Wir sind oben in der Sky Lounge. Liebe Spieler, kommt bitte einmal hoch zu uns. Hier ist unsere Mannschaft. Großer Applaus für die Rhein-Neckar-Löwen. Da machen Sie sich auf den Weg. Hoch zu uns in die Sky Lounge. Klar, da ist die Enttäuschung noch ein bisschen da. Auch wenn es für uns hier am Ende nichts mehr zu gewinnen gab. Trotzdem ganz, ganz stark gekämpft von unserer Mannschaft. Am Ende dem THW ein Unentschieden abgerungen. Und wir schauen in der Zeit jetzt auf die Saison-Highlights unserer Rhein-Neckar-Löwen. Das war die Saison 2021 für unsere Rhein-Neckar-Löwen. Bei mir ist jetzt unsere Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. War doch auch durchaus das ein oder andere Highlight mit dabei. Wir haben eine neue Arena eingeweiht. Wir haben die Premiere der European League Finals hier bei uns in der Arena gehabt. Wie fällt dein Saisonfazit insgesamt aus?
Ja, insgesamt war es für uns natürlich eine sehr schwierige Situation und die gesamte Saison war sehr angespannt, aber wir hatten das Ziel, finanziell unseren Club irgendwie durch diese Saison zu bringen. Das haben wir geschafft. Sportlich das Abschneiden war nicht ganz so, wie wir uns das erwartet haben, wie es unseren Ansprüchen auch entspricht. Aber ich glaube, das Spiel heute hat zumindest nochmal Spaß gemacht, hat sehr viel Moral gezeigt und ja, es hat trotzdem gut getan. Ein Highlight haben wir jetzt da nicht mit reingeschnitten, weil wir nicht wussten, wie wir es bebildern sollen. Aber Zuschauer in der SAP Arena in den letzten drei Heimspielen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur 250 waren, haben wir gegen Melsungen und auch heute wieder gemerkt, was diese Zuschauer erreichen können. Ja, ich glaube, das war auch mit das emotionalste Thema in dieser Saison. Also diese Solidarität, der Zusammenhalt, den wir erfahren durften von unseren Partnern, von Sponsoren, von unseren Zuschauern, von den Fans, die auf viel Geld auch verzichtet haben, um so den Verein zu retten und die vor allem immer emotional zu uns gehalten haben. Das hat einfach uns allen geholfen, durch die Saison zu kommen und jetzt hoffen wir, dass es alles besser wird. Also da könnt ihr euch hier in der Arena auch mal einen großen Applaus selber geben. Nicht nur gute Stimmung, sondern auch wirklich tolle Aktion von so vielen Fans, die auch auf ihr Geld für die Dauerkarten verzichtet haben. Da mal ein großer Applaus an euch selbst. Wunderbar. Wir wollen natürlich auch einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison geben und haben. Wir bekommen mit Juri Knorr ja zum Beispiel auch einen Mann oder einen Transfer zustande zur kommenden Saison, der ja auch ja viel beobachtet war. Ja, wir freuen uns drauf, mit Juri in die neue Saison zu gehen. Aber erstmal steht für die Jungs jetzt noch ein hartes Programm an, insbesondere für die Nationalspieler. Also die gehen nächste Woche schon nach Herzogenaurach, die Deutschen, um da die Olympia-Vorbereitung zu starten, haben nur eine Woche Urlaub und danach geht's direkt weiter. Und auch bei uns die Vorbereitung. Also wir werden Ende Juli wieder starten. Wir werden das ein oder andere Spiel haben und dann geht's wieder los. Ach so, Mann. 1, 2, 3. Wir schreiben gerade noch Untertitel. Nee, tut uns leid. Ich weiß jetzt gerade nicht so spontan, woran es liegen könnte. Also für alle im Stream kurz die Info. Offensichtlich sind wir in der Arena nicht so gut zu verstehen. Ist es jetzt besser? Besser? Okay, ja, dann probieren wir es nochmal weiter. Also wir waren bei Juri Knorr stehen geblieben. Beziehungsweise bei der Saisonvorbereitung, genau. Ne, dass es dann für die Jungs wirklich nur eine kurze Pause gibt, insbesondere für die Nationalspieler. Die Deutschen haben gerade mal eine Woche Pause und dann geht's los mit der Saison, mit der Olympia-Vorbereitung in Herzogenaurach. Und wir werden Ende Juli wieder anfangen mit der Vorbereitung. Werden am 6.8. ist meines Erachtens das erste Spiel gegen Bietigheim. Werden in der Region gegen Göppingen, Stuttgart, Wetzlar sind ein paar Spiele geplant, noch nicht fest. Und dann geht es am 9.9. ist das erste Spiel ohne Gewehr, aber ist noch nicht bestätigt von der HWL, aber auswärts in Hannover und am 11.9. dann das erste Heimspiel gegen Magdeburg zu Hause. Das ist auch direkt mal ein strammes Startprogramm in die neue Saison, oder? Das stimmt, aber wir freuen uns auf die neue Saison. Es kam jetzt eine neue Verordnung. Da müssen wir jetzt direkt morgen mit der Politik ins Gespräch gehen, weil die kam jetzt gerade erst vorgestern raus. Und dann hoffen wir, dass wir hier mit vielen Zuschauern in der Arena wieder feiern dürfen. Und damit ihr mit dabei sein könnt, ist ab sofort auch die Dauerkartenbestellung freigeschaltet. Und dazu aber dann auch noch der Hinweis, dass ihr zwar eine verbindliche Bestellung machen könnt, aber trotzdem noch nicht bezahlen müsst, solange bis klar ist, wie viele Zuschauer in der Arena sein können und ob wir alle Dauerkartenbesitzer dann, ja, wie sagt man das so schön, bedienen können, dass alle hier mit in die SAP Arena kommen. Aber da brauchen wir uns auch jetzt nicht an Spekulationen beteiligen, glaube ich. Und da nochmal ein Hinweis von meiner Seite. Wir versuchen alles, dass jeder seinen heißgeliebten Sitzplatz bekommen kann. Aber es liegt leider alles nicht in unserer Hand und wir müssen uns nach der Verordnung auch richten. Das hoffen wir. Wir hoffen natürlich, dass in der neuen Saison das mit den Zuschauern ein bisschen besser läuft als in dieser. Wir waren jetzt sehr geduldig, wie ich finde, alle zusammen und hoffen, dass es in der kommenden Saison hier wieder voll wird. Zum Ende einer jeden Saison gehören leider dann auch ein paar Verabschiedungen und damit starten wir jetzt, würde ich sagen. Und ich bitte als Ersten hier vorne zu uns an den Tisch Jesper Nielsen.
Jeppe. Wir haben natürlich auch für dich einen kleinen Film vorbereitet. Du hast eine bewegte Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen gehabt, hattest leider auch sehr, sehr viel Verletzungspech. Deine schönsten Szenen haben wir für dich zusammengeschnitten. Und jetzt nochmal alle zusammen in der SAP Arena, unsere 36, Jesper! Jeppe. Dankeschön. Wie du gesagt hast, war das ein paar schwierige Jahre für mich hier. Aber ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich habe immer die Unterstützung gefühlt von allen, vom Verein, von Fans, Mannschaftskollegen. So ein großer Danke an alle und viel Erfolg in der Zukunft und bleib gesund. Danke, Jeppe. Vielen, vielen Dank, Jeppe. Jenny möchte auch noch kurz was sagen. Ja, Jeppe, du warst jetzt 3 Jahre in Löwe. Du hast, so wie Kevin schon gesagt hat, leider das Verletzungspech inne gehabt. Aber immer wenn du da warst, wenn du gespielt hast, hast du gezeigt, dass du mit deiner Erfahrung und deiner Spieltaktik eine riesengroße Bereicherung für unsere Mannschaft warst. Vielen Dank für die letzten 3 Jahre. Wir wünschen euch, deiner Familie und dir alles Gute in Aalborg. Vielen Dank. Dankeschön. Unsere 36, Jesper! Alles Gute, Jeppe. Und natürlich werden dann noch die Geschenke übergeben. Jesper Nielsen. Und als nächstes bitte ich zu uns nach vorne unsere Nummer 8, Roma Lagarde. Roma, auch für dich gibt es als erstes ein paar Bilder, die wir zusammengeschnitten haben. Deine Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Du warst jetzt 2 Jahre in Löwe und ich kann mich noch sehr gut an unsere ersten Vertragsgespräche auch hier in der SAP Arena erinnern. Ich glaube, wir beide haben uns das anders vorgestellt und anders gewünscht, aber manchmal muss man im Leben akzeptieren, dass es anders kommt und vor allem, dass es manchmal Dinge gibt, die auch noch wichtiger sind als der Handball. Deswegen können wir verstehen, dass du zurück in die Heimat gehst und wir wünschen dir alles, alles Gute. Unsere Nummer 8, Roma Lagarde. Hallo Rhein-Neckar, hallo Fans. Das war 2 Jahre also schön, aber ein bisschen schwierig mit dieser Pandemie. Aber jetzt vielen Dank für alles, Mannschaft, Direktor und Manager, war super. Und wir sehen uns. Danke. Unsere Nummer 8, Roma! Roma Lagarde. Ja, einmal schön in die Kamera halten. Danke, Roma. Und natürlich gibt es auch noch den Korb dazu von den Fans. Vielen, vielen Dank, Roma Lagarde. Und als nächstes bitte ich den Mann zu uns, der bei uns
eingesprungen ist, als unsere Torwartnot am höchsten war. Ein Riesenapplaus für Nikolas Katsigiannis! Katze. Hallo. Katze, wie reich wärst du, wenn du jedes Mal 10 Euro bekommen hättest, wenn jemand einen Katze-Löwen-Gag gemacht hat? Wenn Katze was? Wenn jemand einen Katze-Löwen-Gag gemacht hat. Dann müsste ich, glaube ich, nicht mehr arbeiten. Ja. Überhaupt nicht mehr. Aber wir haben ja, es ging ja schon los mit dem Video. Wir haben ja ein cooles Video gemacht, als du zu uns gekommen bist. Da war dieser Gag ja quasi schon vorbereitet. Wir wollen bei dir auch mal auf deine besten Szenen bei den Rhein-Neckar-Löwen gucken. Katze, vielen Dank. Katze, du warst jetzt ein Jahr bei uns, hast uns in der Not ausgeholfen. Abgesehen von den spektakulären Katze-Moves, die wir immer sehr gefeiert haben, gibt es ja auch noch ganz viel, was man von außen in einer Mannschaft überhaupt nicht sieht. Und ich finde, du hast der Mannschaft mit deiner unaufgeregten Art, mit deinem angenehmen Wesen einfach sehr viel geholfen und für sehr viel Ruhe gesorgt. Und du warst eine große Bereicherung für unser Team. Dankeschön. Oh ja. Da gibt es den Geschenkkorb. Ich kann ja aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen, wer die Geschichte nochmal hören will, im Podcast ist sie drin. Ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass das Tzatziki, was dein Vater macht, sehr, sehr überragend ist. Ist da in dem Korb was dabei, was man da gut zu essen kann? Zu Tzatziki kann man grundsätzlich alles essen, also es wird auf jeden Fall passen. Das kann man aber auch nur als Grieche so behaupten, oder? Möchtest du auch noch ein bisschen was sagen? Wie war die Zeit für dich bei den Löwen? Ja klar, ich möchte auch noch mal ein großes Dankeschön sagen an den Verein, ans Team, ans Trainerteam. Es ist nie einfach, wenn man zu einer Mannschaft in der Saison dazu stößt und die Jungs haben mich von Tag 1 wirklich angenommen und das muss man sagen, ist auch nicht so leicht, wenn man in so einem Top-Team spielt mit so hervorragend talentierten Handballern, die manchmal auch ganz viele große Egos mitbringen und das war von Tag 1 überhaupt kein Problem. Also die haben mich sofort akzeptiert und war für mich eine große Ehre. Es ist ein Privileg, in so einem Verein spielen zu dürfen und es ist sicherlich eine schöne Station in meiner Karriere und ich werde immer positiv dran zurückdenken. Das hören wir sehr gerne. Unsere 55, Nikolas! Vielen Dank, Katze. Und als nächstes bitte ich Jerry Tolbring zu uns. Jerry, komm zu uns an den Tisch. Jerry, auch bei dir schauen wir zuerst auf deine schönsten Momente im Löwentrikot. Jerry, du warst jetzt 4 Jahre bei uns, ein Löwe, hast uns von Anfang an begeistert, bist ziemlich schnell zum Publikumsliebling geworden, was nicht zuletzt auch gezeigt hat, weil du 2-mal in Folge der Löwe des Monats wurdest von den Fans. Ich habe gehört, dass du das Bewegungstalent nicht nur uns auf der Platte gezeigt hast, sondern auch oft vor Corona auf der Tanzfläche und da auch das entsprechende Talent hast. Nicht nur dafür möchten wir uns bedanken, sondern für die gesamten 4 Jahre. Wir wünschen dir alles Gute. Danke. Danke, danke.
Jerry, wie waren die Zeiten für dich bei den Löwen? Es war gut. Viele Schwere und ich habe, es war gut, ja. Im Großen und Ganzen fängt jetzt für dich nochmal ein großes Abenteuer bei GOG Svendborg an. Wie war jetzt die letzte Saison, dein Fazit aus dieser Saison? Wie bitte? Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil wir uns auch immer erst noch eine Sekunde hinten dran hören. Ich wollte dich fragen, wie jetzt die letzte Saison für dich war. Also die war eine komische Saison mit Corona und alles und wir haben alle Spiele gespielt, so ja, das ist gut. Wie schwierig ist es jetzt, wenn du von deinen Erziehungsberechtigten Michael Appelgren und Andreas Palika weg bist? Das sage nichts. Okay. Unsere 17, danke, Jerry! Unsere 17, Jerry Tollbring. Und als nächstes bitte ich Martin Schwalb zu uns. Martin, auch für dich deine schönsten Löwenmomente. Danke an unseren Trainer Martin! Martin, anderthalb Jahre ist es jetzt her, dass du zu den Löwen gekommen bist. Du hast so viel Feuer reingebracht, hast mit deiner Euphorie und deiner Aura alle eingefangen und das alte Löwen-Feeling war auf einmal wieder da. Ich habe dir das oft gesagt, dass ich das sehr faszinierend fand, dass du für mich ein ganz großer Menschenfänger warst. Dann kam leider Corona. Corona hat für uns alle, war schwierig, ich glaube für dich war es auch eine schwierige Zeit. Wir hätten unheimlich gerne hier in einer vollen SAP-Arena mit dir gemeinsam gefeiert. Ich glaube, das hat uns allen sehr gefehlt, aber wir akzeptieren, dass es dich zurückzieht zu deiner Familie, in deiner Heimat und wir wünschen dir dafür auch alles Gute. Danke, Martin. Martin Schwalb. Martin, du hast dir die Zeit bei uns wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, oder? Ja, also zunächst mal, Andi hat gesagt, ich soll mich kurz fassen. Mache ich jetzt. Vielen lieben Dank an die Fans, die da sind und schade für die, die nicht da sind. Die Rhein-Neckar-Löwen, das ist ein ganz besonderer Verein, ein toller Verein, auf den alle stolz sein können. Und ich fand, wir haben einiges bewegen können, aber es war natürlich schon ein bisschen schade mit Corona, denn ich glaube, hier in der vollen SAP-Arena hätten wir noch die ein oder andere Party mehr feiern können. Aber nichtsdestotrotz war das für mich eine sehr, sehr schöne Zeit und ich bin mir ganz sicher, dass wir uns auch in nächster Zukunft wieder sehen werden und die Zeit hier bei den Rhein-Neckar-Löwen wird immer in meinem Herzen bleiben. Danke. Vielen Dank an unseren Coach Martin! Und auch für Martin Schwalb gibt es jetzt noch eine schöne Collage und einen Korb. Also wir wissen, Apfelmus ist drin. Viel mehr wissen wir noch nicht, oder? Nudeln habe ich auch noch gesehen. Auf jeden Fall ordentlich gefüllt, dieser Korb. Ja, Jenny, wir haben morgen nochmal einen gemeinsamen Termin. Die letzte Folge, ein Team, ein Podcast, ist dir vorbehalten. Wir werden uns morgen mal ganz in Ruhe dieser Saison widmen, dem Ausblick widmen für die nächste Saison. Da können die Fans auf jeden Fall gespannt drauf sein, oder? Ja, können wir auf jeden Fall. Ich möchte noch eins loswerden, auch wenn ich es oft gesagt habe, aber es kommt wirklich von ganzem Herzen. Wenn
es irgendwas Positives gab an dieser Saison, dann war es die Solidarität, die wir erfahren haben. Deswegen riesengroßes Dankeschön an alle Fans, an alle Sponsoren, an alle Partner, an die Mannschaft, die den Weg mitgegangen ist, an jeden Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Jeder hat verzichtet und so haben wir es geschafft, diesen bemerkenswerten, tollen Club weiter am Leben zu halten. Danke. Vielen Dank, Jenny. Ja, das war die Saison 2021. Wir mussten uns viele Dinge überlegen und wir mussten sehr kreativ sein zwischenzeitlich, um natürlich auch die Bindung von euch Fans da draußen, also in diesem Internet und auch hier in der SAP Arena, an die, die heute hier sind, um diese Bindung nicht abreißen zu lassen. Und unter anderem muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, möchte ich auch mal Danke sagen an das Team, das an dieser Geistershow mitgewirkt hat, die wir gemacht haben. Vielen, vielen Dank für eure Support. Ich glaube, das war ein Format, das uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und bevor wir Tschüss sagen, kommen hier nochmal die besten Szenen aus der Löwengeister-Show. Apfel, hast du deinen Flamingo eigentlich bekommen, den Lexi dir geben sollte? Jawohl, ich habe auch ganz viele schöne Flamingos. Irgendwann habe ich so gedacht, ich würde alles zusammensammeln, ein schönes so Mannschaftsfoto mit mir und meine Flamingos. Das war auch das, was so einem in der Corona-Zeit gefehlt hat. Nicht jetzt klar auch der Sport, aber dieses Untereinander in der Mannschaft, dieses Dummlabern, das fehlt einfach nicht. Dummlabern? Hat nicht nur die Haare schön, spielt auch gut. Ich habe ja auch, war kurz runter, hat er auch ihm gesagt, wie er heute schön aussieht. Und ist ja schon da, der Apfel? Wow! Ja, da ist er doch. Apfel. Seit 5 Minuten her. Ich habe alles so schön mitgekriegt. Von alles von meist sexy Unterhosen. Alles. Hat er die du schon trägst die auch gerne, Apfel, stimmt? Ja, ist, ja, wie du gesagt hast, aber wie findest du es bei mir? Auch sexy, oder? Bei dir sieht es vielleicht sogar noch ein Tick besser aus als bei Maid. Ja, okay. Jetzt haben wir wieder super, super WLAN, kommt der Netz. Ich glaube, du hast endlich mal wieder deinen Handytarif bezahlt. Ich habe immer gute Laune. Es ist bei mir wie bei Apfel. Ich habe war ein langer Tag. Stimmt, du hast eigentlich oft gute Laune. Dann hau ich mir jetzt noch weg und dann rufe ich mir ein Taxi. Jetzt sind wir da, bei unserer Kabine. Her sitzen ein paar Jungs, spielen auf dem Handy, ziehen sich ein bisschen um. Apfel, wir haben jetzt vielen, vielen Dank, dass du uns da mal mitgenommen hast. Wir schalten später nochmal, das war knapp, oder? Ja, ja, wirklich, ich muss weg. Hier haben wir auch unsere Mixzone, wo ich an Uwe und Kevin und die liebe Löwenfans auch hoffentlich was auch reporten kann oder was ein Interview geben und so. Schauen wir mal. Das ist wie bei mir, wenn ich irgendwo beim Essen aussuchen bin im Restaurant. Das dauert ewig. Wirklich jetzt. Ich sag, Jerry spielt 60 Minuten. Aber ich weiß, dann kommt nachher wieder, ja, der ist für 3 Sekunden drunter gewesen. Ja, natürlich kommt es. Wir sind natürlich schon auch neutral. Trotzdem kann man das ja, wir sind ja hier unter uns. Ja, vor allen Dingen, weißt du, was das Wichtigste war? Dass es keine Verlängerung gibt. Wenn nämlich Verlängerung oder 7-Meter-Werfen gekommen wäre, dann wären wir hier gar nicht pünktlich on air gegangen. Ja, dann sitzen wir hier Mitternacht und die Leute gehen dann irgendwann ins Bett. Also von daher war das schon sind wir für das Ergebnis doch dankbar. Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal vielen Dank an alle Fans, die mit den Kommentaren dabei gewesen sind, die uns Bilder geschickt haben. Das war die Saison 2021. Dankeschön, Jenny, dass du nochmal mit mir hier vorne warst. Den Podcast, den Jenny und ich dann morgen zusammen aufzeichnen, den gibt's dann, ich denke, 1-2 Tage danach überall da, wo es Podcasts gibt. Ich sage jetzt auch Tschüss, wünsche euch einen schönen Sommer. Wir drücken unsere Nationalmannschaft natürlich noch für Olympia die Daumen und wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns zur Saisoneröffnung wieder. Vielen, vielen Dank. Macht es gut.